Willkommen zurück zum Pokémon Tower Defense Game. Beim letzten Mal sind wir hier in der Arena angekommen. Und wir haben hier jetzt richtig die Kacke am Dampfen. Wir dürfen nämlich nur 5 unserer Pokémon verwenden. Und wie ihr seht, geht das hier extrem schnell. Weil, gerade bei den starken Pokémon. Nein, das Vieh ist wieder tot. Ja, sie werden auch so gut wie gar nicht mehr rot. Und diese Käfer-Pokémon sind extrem doof. Also ich habe schon mehr auf Wasser-Pokémon gehofft. Aber hier kann ich ja zum Glück auch Windstoß nehmen. Kommt von der Stärke her auf keinen großen Unterschied. Und Flugattacken machen einfach deutlich mehr Schaden. Und deswegen überlege ich auch, dass ich Missing No eher in die Mitte packe. Weil das halt für wirklich alle Seiten einen positiven Effekt hat. Und so viele von unseren Sonderbonbons sollten wir uns nicht stehen lassen. Was ist denn mit diesem Vieh los? Ich bin echt froh, dass wir Missing No dabei haben. Ohne hätten wir hier echt ein Problem. So. Level up. Ja, warum nicht? Machen wir Giftpuder weg. Was geht denn da hinten an? Also, okay, es hat ein Schutzschild, aber... Dennoch hat es eine Chance, vorbeizukommen. Ja gut, Pikachu Level Up, das ist schön. Was setzt du eigentlich ein? Donnerschock. Okay, ich hätte lieber einen Donner, aber ist okay. Stell mal auf doppelte Geschwindigkeit, damit wir hier nicht so lange zubringen. Auch wenn ich weiß, dass ihr von der Story eigentlich nicht so viel genießen wollt, wie ihr von mir kriegt. Weil ich das ja doch etwas lang ziehe, damit dass ich das simultan übersetze und ich darin einfach grottig bin. Oh, ein Killer-Goldini. Und ihr seht ja, mit was für Geschwindigkeiten die hier durchrasen. Also es ist echt nicht feierlich. Und genau das ist auch das Problem. Deshalb habe ich das tatsächlich, als ich das erste Mal gespielt habe, ich weiß nicht, ob ich diese Arena noch geschafft habe und dann beim nächsten Level gestorben bin oder beim nächsten Level ja gestorben bin, aber aufgehört habe zu spielen, oder ob es tatsächlich dieses Level hier war. Es hat Missing No eigentlich, du hast Dracula, weil es eben aufgehört hat, das Goldini anzugreifen. Muss ich mal gucken, dass es hier vielleicht, ja, die wenigsten HP immer angreift. Na, ist auch doof. Warst es? Ne, egal. So, ich greife weiterhin das Reguläre an, ist schon gut so. Ja, und da war es das nämlich schon. Ihr merkt schon, diese Arena hat's in sich. Vorteil ist, wir müssen uns den ganzen Mist nicht nochmal geben. So. Die positionieren wir mal alle. Und stellen auf mindestens mal doppelte Geschwindigkeit. Ihr seht, das ist... Die Viecher halten einfach unheimlich viel aus. Wir müssen eigentlich jedes unserer Pokémon hier super trainieren, wie Missing No gerade. Damit hier die Chance besteht, dass wir gewinnen. Was ich auch hoffe. Doch, dieses Vieh, das ist so unendlich schnell. Also da wäre Stun Spore oder sowas schon gar nicht mal so schlecht. Also sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich doch was... Nabra, wenn es nicht One-Hit wäre, würde ich es gerne fangen. Weil Simsa ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Auch wenn ich eher der Geisterfreund bin, aber die Psycho-Pokémon haben meistens auch was Cooles. Gebe ich zu. Aber immerhin verdient man hier ganz viel Geld. Und das Problem ist, wir haben jetzt so viel Geld und kriegen zu wenig XP dafür. Aber wir haben jetzt mehr Geld, als wir ausgeben können. Aber ich könnte mal wieder so ein Daily-Ding nach dem Part holen. Ah, der war wahrscheinlich out of range. Das ist das Problem. Ach, wir kriegen sie nicht. Die Viecher sind derzeit noch viel zu stark. Da muss ich vielleicht mal offscreen irgendwie ein bisschen Pikachu trainieren oder so. Aber ich will ja eigentlich nicht so viel offscreen machen, obwohl ich hier auch schon ein bisschen Offscreen-Training betrieben habe. Ja,
Ja, Missing No muss stärker werden. Das sehe ich ein. Ja, stun es und kill es. Das ist gut. Das ist doof. Man muss hier wirklich auf diesen kleinen Bildschirm umwechseln, damit man die Sonderbonbons richtig sieht. Zumindest deren Anzahl. Ihr seht, Welle 14. Welle 15 werden wir vermutlich nicht mehr überleben. Ja, 15 schon noch, aber ja. Da war es das wieder. Jetzt haben wir noch eins übrig. Ja. Zu schnell. Und mit den Pokémon, die nützen uns halt auch nicht mehr. Ja, ist gut jetzt. Also Missing No da in der Mitte ist schon ganz gut. Pikachu ist auch richtig schön, weil Pikachu halt das kann. Ich versuche jetzt mal hier Schlafpuder zu nehmen. Dich lasse ich mal da. So. Okay, Schlafpuder. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Es braucht auch zwei und das hat eine Cooldown. Das ist ja furchtbar. Kannst du noch irgendwas? Ne, du kannst auch sonst nichts, was irgendwie verlangsamt. Ne, das ist doof. Da müssen wir hoffen, dass Missing No jetzt schleunigst an Kraft gewinnt. Damit es hier am besten die blauen One-Hits ist. Oder dass Pikachu stärker wird. Pikachu ist ja auch ein großer Vertreter hier. Ich weiß aber auch nicht, auf wen ich hier setzen soll. So, komm, boostet sie weg. Alle. Pikachu ist auch stark, aber es ist nicht stark genug. Ha, es hat es weggekriegt. Unglaublich. Daran habe ich nicht geglaubt. Aber da muss es wirklich mit dem Flinch funktionieren. Deswegen hoffe ich ja drauf, dass dieser Knosp viel mehr Kraft kriegt auf den höheren Leveln. Ja, und da ist schon wieder die Musik am Ende. Diese Endlosschleifen sind so schlecht gemacht wie in meinen Videos. Das ist furchtbar. Wie kann sowas eigentlich passieren? Ja gut, das ist ja auch ein Gratis-Spiel, also sollte man nicht zu viel meckern. Muss man auch mal sagen. Los, komm schon. Ja, nochmal drauf. Sehr schön. Zack. Zack. So muss das sein. Wenn jetzt noch Pikachu ein Level abkommt, dann bin ich glücklich. Ne, das kriegen wir nicht down. Wie viel haben wir noch? Oh, wir haben sogar noch verhältnismäßig. Obwohl, wir sind erst bei Welle 9, also so verhältnisviele haben wir gar nicht. Ich habe bloß die Geschwindigkeit nicht so hoch. So. Mal ein bisschen bei höherer Geschwindigkeit hier laufen lassen. Wenn nicht, dann trainiere ich ein bisschen. Wirbelwind, ja, warum nicht? So, statt Tackle. Wenn nur Wirbelwind macht Schaden. Ne, es hat nur Cooldown. Okay. Das ist so furchtbar, wie diese Viecher hier durchrahmen. Klar, es ist auch dreifache Geschwindigkeit, das weiß ich schon. Aber wenn ihr mal guckt, so vom Schaden her, den wir austeilen, es reicht bei weitem nicht. Und wir verlieren auch immer an der gleichen Stelle. Also ich würde sagen, ich lasse das noch ein paar Mal durchlaufen und trainieren ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich musste eben also ich habe jetzt ein bisschen gelevelt, dabei ist mir auch versehentlich Taubsi entwickelt, aber keine Sorge. Ich musste eben aus dem Level rausgehen, weil wir hätten es um ein Haar geschafft und ich wollte das nicht ohne euch machen. Ach so, ich muss ja den Ton wieder anmachen, den habe ich nämlich ausgeschaltet, weil wenn ich das privat mache, höre ich ja Musik. So.
Jetzt muss ich bloß die Konstellation wieder hinkriegen. Also hier das, hier hatte ich das, das Pikachu hatte ich hier und das Tauboss hier. Tauboss, Tauboga natürlich. Oh, Rasierblatt, natürlich. Rasierblatt macht 55 Schaden. Das hier macht weniger, dann ersetzen wir das. Das hat er jetzt auch automatisch Rasierblatt ausgerüstet, also top. Achso, Pikachu hat Elektroball gelernt. Oh ja, das geht jetzt schon deutlich besser ab. Also unser Team schlägt sich wacker. Training macht sich bezahlt. Da bin ich auch sehr froh drum. Weil vorher, das ging ja echt nicht an, was wir da gemacht haben. Ja, hin und wieder kommt doch noch ein Pokémon durch. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Aber kann man nichts machen. Also eben war, ich habe bis Welle 20 gespielt, aber die Welle 20 halt nicht fertig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte. Ich hatte auch nur noch einen Sonderbonbon. Also es wäre drauf angekommen. Aber wir sind schon mal über Welle 14 gekommen, eben. Und ja, das werden wir jetzt auch wieder. Ja, da war das Dummy, das uns sonst immer gekillt hat. Böses Dummy. Wobei ich sagen muss, dass da auch Missing No mit seinem Level da ganz deutlich mithilft. Also ohne Missing No hätten wir hier überhaupt gar keine Chance. Was war denn das eben für ein Riesenstern, du? Ah, wir haben es geschafft. Okay. Dieses Mal hast du verloren. Ja. Du hast ziemlich verloren. Glaub dran. Oder glaub es. Das war ja. Dumme Kinder. Das ist weit weg von vorbei. Ja, ich weiß. Simultan übersetzen. Wenn ihr verlieren wollt, oder wenn ihr versagen wollt, dann folgt mir weiter. Aber der nächste Pool wird nicht so zuvorkommend sein. Dein Freund ist unglaublich. Nicht so wie du. Was? Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen Misty folgen. Polnona und ich werden nicht verlieren. Gegen Wasser bist du mit allem gewaschen. Ich gebe niemals auf. Glaub dran. Ich werde langsam krank von dir. Seht meine Power. Sie kann auf Wasser stehen. Behold, Kyogre. Okay, Kyogre. Ist klar. Wollen wir? Kommt, die Story geben wir uns jetzt heute noch und dann habt ihr beim nächsten Mal Ruhe. Guck, sie steht auf einem gigantischen Wal. Das hast du bemerkt? Schatz, wir müssen reden. Ist das der große Meister Ash Ketchum? Ich gebe später Autogramme. Jetzt muss ich mit meiner Frau reden. Du bist es. Wir haben dich nicht erwartet. Misty, es ist nicht sicher hier. Alle Schwester Joyce und Officer Jenny sind weg. Wilde Pokémon tauchen auf. Und ich habe Pikachu verloren, weil ich dem Vogeltrio entkommen bin. Nimm mein Pikachu! Geh besser, Ash. Wenn du dich in unsere Pläne einmischst, wird das nur Leid für die bedeuten, um die du dich sorgst. Warum sagst du immer wir und unser?
Ich habe das Gefühl, dieses Kyogre hat etwas damit zu tun. Ich denke, ich fange es. Meisterball, los! Der Meisterball stoppte in der Luft. Er hat einen Meisterball? Jemand benutzt psychische Kräfte auf den Meisterball, auf den Ball. Er ist endlich da. Es ist vorbei. Der General unserer Armee ist hier. Nett. Der General dieser Armee ist hier. Nett, dich zu treffen, Ash Ketchum. Wie ist das möglich? Mewtwo ist einzigartig. Er wurde von Menschen kreiert. Er war nicht er selbst, der Feigling. Dachtest du wirklich, Menschen hätten es geschafft beim ersten Versuch? Da waren eine Menge gescheiterter Spezies und ich war einer davon. Wir waren zu stark, zu speziell, zu unkontrollierbar. Aber bevor sie mich loswerden konnten, hat das Mewtwo, das du kennst, das Labor zerstört und alles in sich. Ich habe alles von meiner Tube, ja, von meiner Röhre aus beobachtet. Das war unglaublich. Mewtwo war angefüllt mit Zorn zu dieser Zeit. Ich konnte es nicht verstehen. So bin ich ihm gefolgt und habe ihn alles zerstören sehen, das ihm in den Weg kam. Dann bist du aufgetaucht. Und ich habe aufgehört, Mewtwo nachzueifern. Er wurde gut. Aber weil so ein Junge ihm in den Weg gekommen ist, aber nicht ich. Ich mache weiter, wo er gestartet hat. Das war viel zu lang. Langweilig. Ich stimme Joey zu. Ihr wagt es, mich zu unterbrechen? Dafür werdet ihr bezahlen. Ah, renn! Ich renne auch. Glaub es. Ihr könnt mir nicht entkommen. Nicht mein Meisterball, Misty. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich krieg dich weg. Ich krieg dich wieder, egal zu welchem Preis. Okay, soweit habe ich nicht gespielt gehabt. Sieh, ich weiß, es ist eine Menge von dir verlangt. Am Mewtwo. Ist going to be. Mewtwo ist schwerer zu besiegen als Kyogre. Ich weiß, es sieht unmöglich aus, aber ich brauche dich, um Kyogre zu stoppen, bevor Misty wegrennen kann. Mach dir keine Sorgen um deine Freunde. Ich werde mich um Mewtwo kümmern. Ja, das Angebot nehmen wir doch gerne an. Und an dieser Stelle mache ich nochmal einen fiesen Cut. Lasst mir einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, das Pokémon Tower Defense Game. Bis dann, euer